So, hallo und herzlich willkommen. Noch eine Runde mit unserem Magier. Wir probieren es nochmal ein bisschen und denkt bitte immer dran, Basiskarten können durch Stufenaufstiege mit einer Klasse erhalten werden. Profikarten sind in Profipackungen enthalten. Danke für den Tipp und hoffentlich kriegen wir jetzt gleich unseren Gegner. Und da kommt schon einer. Und zwar kriegen wir einen Jaina Paladin. Uta. Okay. Ich also, werde ehrenhaft halten, dann sollte das alles kein Problem werden. Und der ist natürlich sehr, sehr schön gleich zu Beginn. Ist eigentlich eine komplett interessante Hand, die man so für sich fast nutzen kann. 2, 3. Wir lassen es mal. Wir probieren es mal damit. Den hätte ich vielleicht fast gern ausgetauscht. Dadurch, dass wir die Münze bekommen haben. Okay, schade, er hat uns unsere Taktik ein bisschen versaut. Aber er kann gegen ihn eigentlich nicht direkt machen. Er würde sich damit auflösen und hätte ihn nicht mal vernichtet. Schauen wir mal, was er da damit macht. Geht er dagegen vor? Geht er auf uns los? Ich bin gespannt. Er wird nicht auf ihn gehen, weil damit würde er ihn ja buffen. Ah, und er gibt ihm so einen Angriff. Aber damit macht er quasi nur 2 Schaden. Ist okay, damit können wir leben. Wir machen 1 Schaden auf ihn und geben ab an ihn. Damit steht es 28 zu 29. Naja, spielt seine Heldenfähigkeit. Soll uns recht sein, weil wir könnten ihn spielen, aber wir wollen nicht anlassen für ihn. Deswegen machen wir auch die Heldenfähigkeit. Nächste Runde 4. Er zieht seine Waffe an. Okay, die macht mir ein bisschen arg viel Schaden. Deswegen geben wir ihm jetzt eine Möglichkeit, wo er angreifen kann. Ich würde den Icewind Yeti... Er hält mehr aus. Ja, das Wasserelementar. Ist eigentlich praktischer fast gegen... gegen Diener. Melde mich zum Dienst. Eine Eule und die gehen bei uns ins Gesicht. Gut. Er hat uns runtergehauen. Ich hätte in diesem Fall jetzt zwar fast lieber ein... Ja, räumen wir erstmal auf. Mal hier. Dann spielen wir unserem Pumpe-Golem. Er räumt hier noch ein bisschen auf. So. Und wir haben eine leichte. Habe ich jetzt alle ausgespielt? Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Na, ein Messerjongleur. Und er spielt ihn wirklich auf den 7-6er hoch. Interessant. Vor allem, weil er ja nicht weiß, was wir hier haben. Aber wir haben was. Deswegen kopieren wir ihn. Damit hat er ein nettes Ziel für sich. Das Licht noch ein extra. Er zielt genau drauf. Damit können wir ihn abräumen. Sollen wir es machen? Ja, komm, wir machen es. Er hat noch 5. Dann einmal den direkten. Und hier noch ein 2er. Wir haben ja hier noch ein bisschen was. Und einmal Schaden auf ihn direkt. Das könnte was werden. So. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Er hat noch einen Messerjongleur. Nicht mit mir. Und bufft ihn diesmal da drüber. Also wir haben einen... einen wunderbaren Buffer. Gut.
Ja, ich hätte jetzt gern abgeräumt. Allerdings mit einem 4-4. Obwohl. Reicht uns? Sollen wir es machen? I would say yes. Dann machen wir es. Was soll ich nur tun? Abräumen. Einmal ihn töten. Und wunderbaren Schaden auf den Kopf. So, wir haben Deckoberhand. Ah, ja, aber bringt ihm nichts. Vor allem, er haut sich 7 Schaden rein. Und er hat eine göttliche Kunst. Er wird nicht den Messerjongleur angreifen. Das Licht beschützt mich. Ja, Gentums. Er hat wohl offenbar keine Lust auf sie. Wie viel hätte der denn in petto? Er hat einen Sixer. Ich glaube, wir spielen noch was Großes raus auf ihn. Damit wir einfach noch ein bisschen... Was glaubst du so? ...heilen können. So. Ich der kämpfe. Los. Nehmen wir weg. Und wir haben ihn runter auf die 15. So. Nächste Runde. Er spielt ein Geheimnis. Und, ja. Jetzt haut er unseren... Ja, war klar. So, ich muss hier gerade mal ganz kurz... So, es könnte ein Auge um Auge werden. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er ihn uns wegnimmt. Aber mein, man kann nicht alles haben. Die Eule muss weg. So, ist einmal weg. Es könnte eine Buße werden. Wir greifen erstmal ihn vorsichtig an und schauen, was passiert. Ah. Na, wir kriegen nur das Heldenopfer. Ja, okay, wenn es weiter nichts ist, damit können wir leben. Ihn spielen wir noch nicht aus, weil wir können nicht direkt gleich die Karte ziehen. Deswegen würde ich sagen... ja, wir spielen Yeti. Sieht ja noch gut aus für ihn. Für uns und... so haben wir halt auch schön die Möglichkeit... Es sieht für ihn psychologisch sieht's natürlich ein bisschen voll aus. Melde mich zum Dienst. Er spielt einen Rekord. Um den Sindorei. Und ja, hat offenbar nichts Schönes da. Macht nichts. Wir haben was für ihn. Einmal hier. Einmal hier. Wir haben noch 6 Schaden rumliegen. Wir müssen auch die Karten müssen gucken. Kommen. Und es steht 12-11 mit einem Karten- und Bordvorteil für uns. die Karte mag er echt und er braucht sie auch offenbar, weil er seine Karten verschwindet. Ich meine, er hat nur noch 9 in seinem Deck drin. Er haut sie sich wirklich raus, wie es irgendwie geht. Schlacht, Mane. Okay, damit würde er unseren Yeti wegnehmen. Ja, das ist schon verschwunden. Wir haben unseren Feuer noch. Das soll jetzt eigentlich mal irgendwann kommen. Und da ist er auch schon, wenn man braucht. Es langt uns, wir haben genügend Schaden auf der Hand. Deswegen können wir jetzt noch ein bisschen wild rumspielen. Lass diesem Herzen sprechen. Wir schauen mal, was in die nächste
Karte gewesen wäre. Ein Schäfchen. Das ist doch schön. 4 und 7. Folgendes. Ihn weg. Und ich bedanke mich. Gut gespielt. So. Der gute Johnny ist weg. Hat uns eine schöne Runde geliefert. Wir sind einmal wieder aufgestiegen mit Bonusstern. Und ja, können jetzt weitermachen. Morgen gibt es eine neue Runde. Und ja, wenn euch das Deck gefallen hat, ihr setzt hier an der linken Seite. Könnt ihr auch selber nochmal ausprobieren oder euch nachbasteln. Es ist, bis auf die beiden Legendaries, ist es eigentlich, also ein Legendary und eine seltene, ist es eigentlich, ja, ein reines Anfängerdeck. Gebt mir euer Feedback dazu, auch wenn ihr andere Decks habt, die man mal austesten soll. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Bis dann, ciao, ciao.